Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Wir müssen uns zu Nortakas und Epidios begeben, aber ich habe so diese Vermutung, Nein, dass nein, diese nein, nein, entführt sind. bitte nicht. Elpidia! Bitte komm raus! Elpidia! 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 Wir hätten halt wirklich vorher alle unsere Lass Feinde mich töten nicht müssen. zurück. Öffne deine Augen. Bitte. Pass auf. Und wo ist unser Kind? Ist er jetzt gerade unwichtig geworden? Oder was? Du hast versprochen, sie zu beschützen. Du hast versprochen, dass ihnen nichts passiert. Ich hätte hier bleiben sollen. Ich hätte bei Ihnen sein müssen. Es ist meine Schuld. Meine Schuld. Dieses Leben. Wir sollten für unsere Vergangenheit zahlen, für unsere Fehler, aber nicht unsere Kinder. Keine Spur von Elpidios. Aber er lebt noch, Dareios. Ich weiß es. Wenn der Orden ihn hat, können wir ihn finden. Oh, Dareios hat Du hast aufgegeben. Schon mal geliebte Menschen verloren. Wie? Wie hast du das überlebt? Wer sagt, dass ich überlebt habe? Ich danke dir für alles. Jeden wunderbaren, schmerzhaften und schönen Moment. Für jeden Moment, den ich bei dir war. Das ist schon hart, ey. Hätten wir die damals gehen lassen, würde auch ein Leben, aber wir hätten kein Kind. Ich bringe ihn zurück. Vertrau mir. Na, auf geht's, würde ich sagen. Holen wir unseren Sohn zurück und töten jeden vom Orden. Ach. Nee, nicht Pedias. Cassandra. Barnabas. Bei den Göttern. Es tut mir leid. Das ist das Werk des Ordens. Die Waffen, die sie mitbrachten, würden selbst Ares beeindrucken. Es gibt nur einen Ort in der griechischen Welt, an dem so etwas hergestellt wird. Messenien. Sie kamen unseretwegen. Meinetwegen.
Wenn der Orden in Messenien ist, dann gehe ich dorthin. Wir werden jeden Einzelnen töten, der sich uns in den Weg stellt. Ja. Oh, Ältestenhinweis. Also. Wow. Ja. Die muss auch noch dran glauben. Den Rest müssen wir auch noch aufdecken. Also nach Rang 1. Ich möchte kurz was auf der Karte gucken. Das war das hier oben. Makedonien, ne? Das Lager wird einem wieder angezeigt. Ich überlege gerade, ob dadurch auch der eine Hinweis jetzt wieder da ist. Das würde ich gerne mal gucken. Ja, das war das Lager, meine ich. Weil da gab es ja diesen ältesten Hinweis, den wir jetzt nicht aufdecken konnten, weil wir halt das eine verkackt haben und man konnte ihn ja später in der Story wieder aufdecken, oder dass er da sein wird. Also laut Videos, die ich geguckt habe, sollte er da sein. Alle Hinweise entdeckt. Was? Oh lol. Für jede Seele, die in Frieden lebt, mussten andere sterben. Das ist der einzige Weg. Ich meine jedenfalls, dass es das Lager war, oder? Oder war es ein anderes Lager? Ah, doch, bin mir ziemlich sicher, dass das war. Wir gucken jedenfalls schnell, sind ja da, notfalls teleportieren wir uns einfach dann zur anderen Stelle oder relativ nah dahin, wo wir dann notfalls das Schiff rufen können. Das Gefühl, es ist doch das falsche Lager. Gott, Entschuldigung. Ich hab grad so ein Kratzen im Hals, das ist richtig schlimm. Doch, das ist das Lager. Freut sich keiner, mich zu sehen. Aber der Ältesten, dann weiß es immer noch hier. Also der in dem Orden. Ganz, ganz komisch. Wir tun da durch. Können wir uns jetzt wegporten? So, Mute-Taste gefunden. Was? 10.000. Es folgen 10.000 in diese Richtung. Also, wenn ich meinen Pfeil jetzt ausrichte, mach nach hier unten. Da, Messenien. Lass mich raten, ich habe hier nirgendwo einen Punkt. Nast ist da drüben zum Rüberreiten. Da man kann da auch eine Schiffsbucht. Haben wir hier eine Schiffsbucht? Ja. Da ist, glaube ich, schneller als von da oben rumzusegeln. Ach ja.
Das erfreut er, wenn man mal so wenigstens die meisten Orte sich geholt hat. Einfach nur auch vielleicht auch zum Hinteleportieren. Blöd, dass mein Schiff genau falsch rumsteht. Klasse. Diese Ecke rum, fliegt ein kleines Tier rum. Ja, heute ist ich, das, weiß nicht, was los ist in der Aufnahme. Oh. Hier sind Rechtsklick gedrückt, ey. Kann ich bloß. Ich hoffe, es will sich jetzt nicht einer direkt einfach mit uns anlegen. Wir können durchfahren. Na, rudert ihr mal. So, sind wir auch gleich schon da. Zum Glück. Ich hoffe nur, dass der Eingang jetzt nicht noch schlimmer wird und wir dadurch länger brauchen. Ah, die Wellen werden schon größer hier. Aber sollten die nicht eigentlich eher Richtung Ufer gehen und nicht von Ufer weg? Immer so. Aber egal. Ach ja. Bin mal gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Und ob wir den einen Kultist, den einen Hinweis da auf diesen. Dass diese Frau jemals noch mal kriegen. Vertöten würde ich die schon gerne. Irgendwie muss man es ja hinkriegen. Vielleicht auch erst nachdem man das DLC hier durch hat, kann man die finden nochmal da. So, wo kann ich mit meinem Schiff anlegen? Da links. Schon dunkel hier, ey. Hier brauchen wir die Waffen nicht. Bereitet euch aufs Festmachen vor! Können wir erstmal diesen Teleportationspunkt da oben. Zum Glück, der relativ nah ist. Und dann ab zur Werkstatt. Versuchen wir keine Revolte anzuzetteln, solange wir hier sind. Ja, Ikarus? Kann ich nicht versprechen. Was ist das für Banner? Ich habe auch nicht gesehen, dass es hier irgendwie... Beruhige dich, es war nicht echt. Malacha. Ich hab's gesehen. Ein Schatten, der sich bewegte. Was ist mit ihm geschehen? Das war kein Anfänger. Die Wachen kamen und gingen hinein. Er blieb hier und hielt Wache. Und dann da ist jemand ganz schön wütend. Aha.
Dareus! Adlerfrau. Mit dir hätte ich nicht gerechnet. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht für einen von denen gehalten habe. Was machst du in Messenien? Wenn Elpidius noch lebt, ist er bei Amorges. Oh ja. Und Messenien ist Amorges Hochburg. Sieht aus, als wärst du da auch von selbst drauf gekommen. Aber er wird schwer zu finden sein. Er versteht es, sich abzuschirmen. Ich werde die ganze Stadt abreißen. Ich trete jede Tür ein und schlage jeden Kopf ab. Nichts wird sich zwischen mich und Elpidius stellen. Nein. Wir müssen vorsichtig vorgehen. So leicht lässt sich Amorges nicht besiegen. Naja, wir brauchen eine Strategie, hätte ich auswählen sollen. Ich hält. Wusste ich hinter doch eigentlich. Amorges steht das gesamte spartanische Heer. Unter dem Befehl seiner ergebensten Befehlshaber. Wir werden kaum zu ihm durchdringen. Es sei denn, wir schwächen seine Truppen. Dann tun wir das. Der Orden hat eine umfangreiche Produktionskette für seine Waffen. Hinter all dem steht ein Befehlshaber. Sprich für den Anfang mit den Heloten. Vielleicht wissen die, wo er ist. Außerdem verstärkt der Kult des Kosmos den Orden in Messenien. Und ein Befehlshaber des Ordens, Demokrates, ist für die Durchführung verantwortlich. Wenn wir ihn ausschalten, wird uns der Kult nicht länger im Weg stehen. Dann schalten wir ihn aus. Eine Sache noch. Ich habe gehört, dass der Orden einen Athener Feldherrn gefangen genommen hat. Er ist für meine Pläne unabdingbar. Du musst ihn befreien und ihm diesen Brief geben. Und dann hole ich Elpidius. Erzähl mir mehr über Demokrates. Amorges hat ihm die Geschäfte des Ordens mit dem Kult übertragen. Er ist bekannt, zeigt sich aber wenig in der Öffentlichkeit. Dies ist eine seltene Gelegenheit, ihn zu erwischen. Okay. Dieser Athener Feldherr, was willst du von ihm? Wenn wir ihn befreien, haben wir einen mächtigen Verbündeten. Mhm. Wo finde ich die Heloten, die ich nach dem Befehlshaber befragen soll? In Appia. Dort findet die ganze Waffenproduktion statt. Also da, wo wir gerade sind. Verlass dich auf mich. Wir schlagen schnell und hart zu. Wir? Zu zweit sind wir wesentlich schneller und effizienter. Elpidius hat für mich oberste Priorität. Bis dahin toleriere ich dich. Gut. Mir geht es ebenso. Ich habe hier genug Zeit verschwendet. Komm zurück, wenn du den Orden erfolgreich geschwächt hast. Es gibt noch mehr zu tun. Okay. So. Will ich noch nicht enthüllen? Okay. Finde die vom Orden gefangen genommenen Heloten bei freier See. Die Gegend wird gut. Ist mir egal. Bitte von mir aus alle. Da ist er. Gefunden. Da ist er. Yeah.
Ah, hier ist eine Truhe. Er kommt sogar zu mir, das ist ja gut. Endlich bin ich wieder frei. Dank dir allein. Den habe ich gerade nicht ins Visier gekriegt. Jetzt. Da macht wohl jemand Ärger. So. Wo wurde denn mein Mod entdeckt? So, den haben wir auch. Starker.
Kein Dank wäre genug. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Söldnerproblem. Mit der Säugle. Lauf! Wo willst du denn hin, Mann? Flachs! Du hast mich gerettet! Ich danke dir! Hast du die Helotenrode gesehen? Ja, sie wurde zum Zentrum von Appia gebracht. Es heißt, dass sie dort den Tod finden wird. Stadtzentrum. Ich sollte mich beeilen. Gleich ist die Folterplattform. What? Was ist dir selbst so schwerer, hörst du? Halt dein Maul! Was kommt davon, wenn man nimmt, was einem nicht gehört? Ein Tod wird allen eine Warnung sein. Es ist mir egal, wem das Essen gehört hat. Wir waren hungrig. Wenn du das Spektakel sehen willst, hast du von da unten bei den anderen eine bessere Sicht. Wer bist du? Ich bin wegen dieser Frau hier. Die? Die wurde mal wieder in der Küche beim Stehlen erwischt. Wir haben den ausdrücklichen Befehl, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Ich brauche sie lebend. Lasst sie frei, dann wird niemand verletzt. Alles hat seinen Preis, Söldling. Wir brauchen Drachmen, um den Proviant aufzustocken. Wie viel? Ich bezahle für sie. Na dann. Ich vergaß die Zusatzkosten für unsere Mühen. Heute ist harte Arbeit, weißt du? Zahle das Doppelte und ich übergebe sie dir. Bei Hades, gib ihm keine einzige Drachme. Sei still. Weißt du was? Ja, Mister. Gut, ja. Nimm deine Bezahlung. Eigentlich war da noch... Übertreibe es nicht. Schon gut. Nimm die dreckige Diebin und verschwinde. Wollt ihr jetzt nur keinen Krieg und Kampf anzetteln nochmal in der Stadt, ey? Das hätte nicht geholfen. Puh, das war knapp. Danke, Söldnerin. Gut, dass du vorbeikamst. Warte! Ich suche den Befehlshaber. Es hieß, du wüsstest etwas über ihn. Der Befehlshaber... Oh, ich kenne ihn. Das stimmt. Welch schöne Erinnerungen. Ich habe mal für diesen Malakes gearbeitet. Zeig mir den Befehlshaber und ich schlitze ihm die Kehle auf. Du willst ihn umbringen? Mhm. Schön. Direkt zur Sache. Es geht einiges vor sich in Messenien, Söldnerin. Sieh nur, wie wir leiden. Wie die Kinder leiden. Es muss doch ein besseres Schicksal für sie geben. Ich habe einen Plan, wie ich die Kinder von hier wegschaffen kann. Meinen Sohn und die anderen. Hilf den Kindern, dann helfe ich dir. Ich mache es. Aber du musst mir sagen, wo der Befehlshaber ist. Sehr nett von dir, Söldnerin. Ich verspreche, du wirst dein Ziel finden. Aber schlitze ihn bitte nicht vor den Kindern auf. Wie willst du die Kinder hier rausschaffen? In der Nähe gibt es einen Fischer, den wir gut für seine Hilfe bezahlen. Wir müssen die Kinder zu seinem Boot an der Anlegestelle bringen, und zwar schnell. Die Zeit läuft uns davon. Geh voran. Folge mir. Machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn die ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.